Willkommen an der MTA-Schule Hamburg-St. Georg. Hier lernst du in Theorie und vor allem in der Praxis alles, von den naturwissenschaftlichen Grundlagen bis zur modernsten Technik. Warum hast du dich denn für diese Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin entschieden? Also ich habe diese Ausbildung auch gewählt, weil es eben auch eine schulische Ausbildung ist. Und es ist eben sehr vielseitig. Also ich habe immer Lust, wirklich herzukommen, also was ich früher nicht hatte. Also wirklich das ist, was ich mir ausgesucht habe und dass ich das möchte einfach. Hier wirst du für Labore in Krankenhäusern, in der Forschung oder in der Industrie ausgebildet. Während der dreijährigen Ausbildung an der Berufsfachschule lernst du mit Blut und anderen Untersuchungsmaterialien umzugehen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der praktischen Ausbildung. Was gefällt dir denn am meisten an diesem Beruf? Auf jeden Fall MTLA, an den Laboren arbeiten und eben Menschen helfen im Krankenhaus. Interesse bekommen? Dann bewirb dich jetzt!